Ich komme immer wie so ein Kleinkind. Egal, zeig schon einfach, alles gut. Also, lustigerweise haben wir genau jetzt vor einer Stunde haben wir einen Wohnungsschlüssel bekommen für eine Wohnung. Und da habe ich abgesagt, weil ich natürlich den Termin mit dir hatte. Sonst wäre ich da gewesen auf jeden Fall. In meiner Schulzeit, weiß ich, mussten meine Noten immer passen. Sonst hat mein Vater mir mal gesagt, ey, sonst darfst du mich nicht mehr spielen. So, auf geht's mit unserem neuen Format bei BFC Preußen TV. Mit Ferhat Suchus. Das ist mein erster Gast heute. Ich freue mich wahnsinnig auf die Folge. Und irgendwo muss er jetzt hier stehen. Da ist er. So, Ferhat mit der Campi, das kennt man ihn, ne? Warten wir mal, dann kommt er gleich rein. Der Ferhat. Was Hallöchen. geht? Na? Wie geht's? Wie steht's? Gut, gut. Wie geht's dir? Gut? Was ist los bei Wie dir? geht's, Halli? Freut Alles sich, dich gut, zu ey. sehen. Freut mich auch. Kamera läuft schon. Ah, okay. Sehr gut. Alles okay? Alles gut. Hast du Wein mitgebracht? Sehr Ich bin schön. gespannt, Sehr schön. was Den du brauchen für mich wir. Den vorbereitet brauchen wir hast. später. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen in deiner Hut so. Okay. Bist du Spandauer für das? Kommen wir mal schon zur ersten Frage. Ja, Großteil hier auf jeden Fall verbracht Ja. meines Lebens. Ich habe hier auch sogar bei SC Siemensstadt angefangen, Fußballspieler, das Aha. direkt hier. Aha. Davor auch hier ganz in der Nähe gewohnt. Ja. Also eigentlich mein Leben lang schon entspannter gewesen. Ja. Ah, sehr schön. Wie geht's dir? Gut, gut, gut. Wie war dein Tag? War ganz entspannt. Ich bin aufgestanden, dann war ich kurz einkaufen, was essen. Dann war ich noch ja, beim Friseur gerade. Ja. Jetzt bist du hier. Zeig mal, machen wir kapiert. Jawohl, seid auf Super, ja? Seiten aufs Super, ja, was für morgen. Sehr gut. Ja, morgen ist Spiel, ne? Genau. Bereitest du dich irgendwie so vorm Spiel so vor, auch mental für das, oder? Nicht wirklich. Also ich freue mich einfach, dass das Spiel ist. Also da gibt es jetzt für mich keine spezielle Vorbereitung. Ich versuche einfach zeitig ins Bett zu gehen, gut zu essen. Ja. Und ja, weil jeder Gegner ist anders, jeder Tag ist anders. Ja. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, sich speziell auf etwas vorzubereiten, Ja. speziell im Fußball. Aber ja, das sind so meine Routinen, dass ich versuche zu schlafen, gut zu essen und dann einfach versuche auf den Punkt dann ja, fit zu sein, auch mental auf der Höhe zu sein und dann im Idealfall gut zu spielen und zu gewinnen. Das ist Stark. das Ziel. Apropos Essen, Fürat. Ich hoffe, du hast Hunger. Ja. Ich hab auch Hunger mitgebracht. Hast du Wo was? ist dein Lieblingsdöner, also hier in Spandau? Ist Lieblingsdöner? es Yemek? Yemek ist schon sehr gut, muss ich sagen. Ja? Ja, Yemek ist schon sehr gut. Würdest du sagen, so der ist so das Nonplusultra hier in Spandau so? Ja, ich glaube, der ist schon der Beste. Also wenn ich Döner esse, dann esse ich ihn eigentlich nicht in Spandau. Ja? Aber ja, ich glaube, so Yemek ist schon, glaube ich, schon eine gute Adresse auf jeden Fall. Wo isst du deinen Döner am liebsten? Sonst? In Wedding Ja? Oder gibt im es einen Riss? Laden? Nein. Pamphylia. Nee, auch nicht. Der ist am Leopoldplatz. Hackelgi. Nee, wenn du ein bisschen weiter fährst. Das ist eigentlich auch so eine Art, ja, nicht Fleischerei, aber so. Ah, du meinst Etunyasi? Ja, genau. Okay. Genau. So. Ich habe einen Anruf reinbekommen und ich habe gedacht, irgendwie ist es nicht aufgenommen worden. Aber alles gut. Feder, du hast ja. Wie alt bist du? 27. 27. Genau. Was für ein Jahrgang? 96. 6, ey, Wahnsinn, ey. Du fährst die ganze Zeit geradeaus. Geradeaus, okay. Ich bin 88 geboren. Geht doch noch. Du könntest mein kleiner Bruder sein, eigentlich, ha? Na, stimmt. Stark, Vedat. Ich weiß ja, dass es nicht leicht ist, auch gerade so als Fußballer. Was ist so dein Erlebnis in den jungen Jahren, was dich auf jeden Fall geprägt hat? Also jetzt, was Fußball angeht, Ja. jetzt in der Vergangenheit, Ja, ja. generell Fußball oder egal was. Ich glaube, also erstmal jetzt privat, würde ich sagen, auf jeden Fall meine Familie. Also du kennst das sicherlich als Südländer, hast du immer ein bisschen mehr Zug drin, ich sage jetzt mal in der Erziehung. Das war bei mir halt eben so genau gleich zu meiner Schulzeit, weiß ich.
mussten meine Noten immer passen, sonst hat mein Vater mir immer gesagt, hey, sonst darfst du nicht Fußball spielen. Okay. Ansonsten, ja, hat er immer gesagt, auch wenn ich auf dem Platz war er immer mein größter Fan und auch mein größter Kritiker zugleich. Stark. Das war halt, ja, irgendwo schön, aber irgendwo auch sehr belastend, also mental. Weil wenn ich zum Beispiel nicht so gut gespielt habe oder wir verloren haben oder weiß was, ich habe damals Stürmer gespielt übrigens in der Jugend und da wird man natürlich immer an Toren gemessen. Und wenn es dann halt mal nicht so lief, also du kannst ja nicht immer jedes Spiel gut spielen oder drei Tore machen oder so, das geht ja nicht. Dann war halt immer ein bisschen Krise und ja, hier konzentriere ich mal. Also viel Druck auch bekommen so von meinem Vater. Meine Mutter war halt immer so dieser Gegenpart, der halt immer versucht hat, so, ja, egal, und passiert und schlechtes Spiel passiert und dies und das. Da hatte ich halt schon einen guten Ausgleich so, aber da habe ich halt schon immer viel Feuer bekommen, was mich halt schon immer so zu diesem Leistungsdruck auch schon in jungen Jahren so ein bisschen ja, gebracht hat. Schon so ein bisschen mich daran gewöhnt hat. Und so. Nachhinein kann man natürlich immer sagen, es hätte auf die eine oder andere Weise besser oder schlechter laufen können. Aber ich will nichts missen, was irgendwie passiert ist. Ich weiß auch, dass die Sachen, die passiert sind oder die meine Eltern gemacht haben, immer gemacht haben, so für mein Wohl, weil die halt Stark. gesagt haben, das ist so das Beste für mich. Die hatten ja nie irgendwie einen Argsinn oder irgendwie was Schlechtes im Sinn, sondern die haben halt immer gesagt, okay, das ist so unsere Art und Weise, dir zu zeigen, okay, wir wollen nur das Beste für dich. Aber ja, so als kleiner Junge verstehst du das natürlich nicht. Du Ja, hättest dir ja. vielleicht in der einen oder anderen Situation eine andere Methode gewünscht, aber ich meine, so wie gesagt, ich will nichts schlecht reden. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Sportlich, muss sagen, hatte ich viele schöne, aber viele halt auch nicht so schöne Erlebnisse. Wenn ich so auf die letzten Jahre so zurückblicke in meiner Karriere, waren es überwiegend halt nicht so schöne Erlebnisse. Viel geprägt halt von Verletzungen auch, ja, vielleicht auch nicht so oft gespielt, wo man es vielleicht hätte verdient und so. Ich glaube, jeder Fußballer kann davon ein Lied singen. Ja, auch so diese Phase in der Türkei, die war halt sehr, sehr prägend für mich, weil du halt bis dahin immer, ich sag jetzt mal, Step by Step, vielleicht einen Schritt zurück, dann wieder zwei nach vorne gemacht hast und so. Du bist immer. Dieser Wachstum war immer nach oben. Wo hast du in der Türkei gespielt, Fred? Bei Karagümrük. Wo ist das? Das ist in Istanbul. Okay. Welche Liga spielen die? Die spielen aktuell sogar Super League. Ach, ehrlich? Aber ich war da in der dritten Liga. Also Okay. zweite Liga nennt sich das, aber Ja. unter, also Super League, dann kommt der Aha. PTT und Aha. da drunter war ich. Aha. Auch eine längere Geschichte, aber das kann ich dir mal erzählen, was so die ganzen Gründe und so waren. Das ist eine bisschen längere Geschichte. Ayran darf auch nicht spielen, wa? Ayran darf nicht spielen. Sieht schon stark aus für das, ja? Das ist richtig gut. Der sieht echt stark aus. Sehr schön. Wird dir gefallen. Sehr schön. Beiß mal ab und sag mal deine Meinung. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, und zwar wegen dem Fleisch, was hier groß geschrieben ist. So. Ja. Was ich hier halt feier, guck mal, man kann den Döner nicht mal richtig zumachen. Geiern halt überhaupt nicht mit Fleisch und so. Das hast du halt bei manchen Dönerläden. Ja. So, dass sie halt extrem am Fleisch machen, was ja auch irgendwo verständlich ist, so bei den Kosten, die Ja, entstehen. ja. Aber guck mal, man kann den nicht mal richtig zumachen. Aber ich versuch's mal. Ich muss sagen, ich war lange nicht mehr hier. Ja. Aber ist immer noch geil. Geil. Ist immer noch krass. Geil. Dann nimm mal, ich gebe dir mal das Handy kurz.
So, also der ist schon echt prächtig, ne? Wahnsinn. Der ist ja. Ich hab so einen kleinen Mund. Ja. Das ist immer schwierig zu essen, ja. Ja. Salat ist knack frisch, ne? Alter. Der Salat ist so knackig. Das Ding ist, dadurch, dass halt hier so viele Leute immer hinkommen, muss man halt immer alles wieder frisch machen. Ja. Ich finde gut, dass der Salat auch nicht so wässrig ist. Weißt du, man hat einen Eisbergsalat. Da haben die auch darauf geachtet, dass der trocken ist. Ja? Der Salat ist schon trocken, das finde ich gut. Und Fleisch hier, schau mal. Diese schönen Löckchen, ne? Die kennt man. Na, schön dünn geschnitten. Hauchdünn geschnitten, top. Ich finde, wenn man mit Maschine schneidet Salat, geht so ein bisschen die Tradition, die Kultur verloren. Das stimmt. Das ist meine Meinung, das stimmt. Ja? Ist schon anders, aber so kriegst du die halt immer so dünn hin, ne? Das ist halt das Gute. Genau. Ich bin aber ein Fan, wenn die Fleischstücke unterschiedlich sind. Das ist so mein persönliches Ding. Das stimmt. Aber das Fleisch ist gut, weil es ist von Baha. Baha ist auch irgendwie so Top-Qualität. Also der Döner kann was, da hat Fürath nicht zu viel versprochen. Ja, den essen wir jetzt auf. Und ihr bleibt am besten dran, weil dann geht's weiter mit Smart durch die City. Bis gleich. Starker Döner. Hast du nicht so viel versprochen. Ich war das erste Mal hier. Echt stark. Sehr gut. Von 10 Punkten, wie viele Punkte würdest du dem Döner geben? 8,5. Okay, dann blenden wir das ein. Jemek bekommt bei BFC Preußen TV 8,5 von 10. Ja? Klingt auf jeden Fall gut. So, Fedat. Ich habe noch was vor mit dir. Ich bin gespannt. Bevor wir das machen, zeig mir mal bitte dein letztes geschossenes Foto auf dem Handy. Das letzte geschossene Foto? Ja. Geschossen, ne? Ja. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist hier von meiner Freundin. Von deiner Freundin? Ja. Kannst du es mal bitte in die Kamera halten? Ja. Möchtest du liebe Grüße ausrichten? Ja, sehr gerne, liebe Grüße. Wie lange seid ihr schon zusammen? Boah, schon echt lange. 7 Jahre. Oh, 7 Jahre? Ja, stark. Und irgendwie was in Planung? Jetzt nicht aktiv, aber klar, wenn man jetzt 7 Jahre zusammen ist, dann hat man natürlich jetzt nicht im Sinn, dass man sich irgendwie nochmal trennt, aber klar, ich habe gesagt, ich will erstmal, beziehungsweise das Lustige ist, es war alles noch so ein bisschen in der Schwebe, was Wohnung angeht. Und lustigerweise haben wir genau jetzt vor einer Stunde haben wir einen Wohnungsschlüssel bekommen für eine Wohnung. Ja. Und da habe ich abgesagt, weil ich natürlich den Termin mit dir hatte. Sonst wäre ich da gewesen auf jeden Fall. Aber nee, also Wohnung haben wir jetzt auf jeden Fall. Ja. Die muss jetzt natürlich eingerichtet auch werden. Auch in Spandau? Nee, die ist in Charlottenburg, also am Adenauer Platz dann. Cool. Coole Lage. Genau, und wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal sehr viel Zeit, Energie und natürlich auch Geld reinstecken, so für uns. Aber so, die erste Wohnung war jetzt wichtig für uns, die haben wir jetzt. Und ja, was jetzt beruflich und so angeht, habe ich ja schon gesagt, da bin ich gerade dabei, so ein bisschen vom Fußball weg, mich in andere Themen und so. Und wenn das dann auch steht, dann steht dem dann wahrscheinlich auch nichts mehr im Weg. Stark, für das. Okay, also, Fedat, letztes Bild, was er selbst geschossen hat, war ein Foto von seiner Freundin. Toll. Jetzt habe ich noch was vor mit dir. Habe ich hier etwas? Und zwar ist das ein Büchlein. Okay. Und ich finde ja, bei jedem steckt irgendwie so eine kleine künstlerische Ader. Als Kind hast du ja wahrscheinlich auch gezeichnet oder so. Fedat, ich möchte bitte, dass du hier auf diesem Blatt Papier... Entweder, das kannst du dir aussuchen. Was für ein Sternzeichen bist du? Krebs. Okay. Entweder ein Krebs, ein Löwen oder ein Adler zeichnest. Kannst du dir aussuchen, was? Bitteschön. Das ist das Buch. Und hier hast du auch ein paar Stifte. Ich bin aber, was das angeht, überhaupt nicht begabt, ne? Sag ich dir jetzt schon. Mach einfach, schieß drauf los. Was willst du denn zeichnen? Was hast du gesagt? Krebs? Ja. Löwe? Oder Adler? Oder Adler. Ich habe so lange nichts mehr gezeichnet. Ja. Ich glaube, das spielt keine Rolle, weil alles gleich scheiße aussehen wird, aber. Sag mal. Ich versuche einen Löwen zu machen. Dann zeichne mal einen Löwen, komm. Alter, sogar mit Farben. Ja, natürlich. Du machst mir ja nicht mal einfach mit Kugelstreben oder so. Okay. Dann zeichnet Fedat zu Tschüss jetzt einen Löwen.
Genau, warte. Moment. Auf geht's, Ferhat. Oh Mann. Das kann ja was werden. Digga, ich komm immer wie so mal. Egal, zeichne einfach, alles gut. Super. Okay, prima. Hat er noch einen Mund oder? Okay, super. Dann machen wir deine Unterschrift unten rechts. Genau. Perfekt. Dann ist das hier die Zeichnung von Ferhat Cuçuş, sein Löwen. Ich glaube auch. Der erste ist Ferhat Cuçuş mit dem Löwen. Schauen wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Ferhat, du hast die Möglichkeit, jemanden zu nominieren, der als nächstes mein Gast sein soll. Es kann egal ein Funktionär sein, egal wer vom BFC Preußen. Wen soll ich das nächste Mal in den Smart holen? Und warum? Ich würde mir wünschen, dass du Geli erholst, also Gelizio. Erstens, weil er ein guter Kollege von mir ist, ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Ja. Durch meine Jugendzeit auch bei Hertha und so. Ja. Leider hat mir nie so das Glück oder das Vergnügen, so in einer Mannschaft zu spielen. Das ist jetzt das erste Mal. Ich weiß jetzt, dass Geli Papa geworden ist, vor, ich glaube, 1-2 Jahren. Er aber trotzdem so eine Art Mysterium, würde ich nicht sagen, aber ist halt natürlich Familienmensch geworden, ne, mit seiner Familie. Ich würde gerne von ihm so ein bisschen mehr erfahren auch, was so seine Spots sind, was er gerne macht und ja, deswegen nehme ich Geli. Stark, okay. Also Gelizio, schneid dich an, wenn es heißt Smart durch die City mit unserem neuen Format bei BFC Preußen TV. Ferhat, es war mir eine große Ehre. Es hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß mit dir gemacht. Mir auch. Herzlichen Dank dafür und danke, dass du da bist. Ja, wir sind immer wieder begeistert und ich spreche das auch aus dem Mund von allen, denke ich. Ja, dass du ein sehr, sehr starker und vor allem auch sehr fokussierter Spieler bist. Und wir sind echt froh, dich in den Reihen zu haben. Und wir freuen uns wahnsinnig auf die Zukunft. Das hat ja auch Janne schon im Interview damals gesagt. Ja, wir sind happy, dass du da bist, Ferhat. Und du darfst jetzt den Ball Gelizio zuwerfen. Okay. Okay? Gut, das machen wir jetzt draußen. Geli, hier. Das war eine neue Folge Smart durch die City. Abonniere gerne unseren YouTube-Kanal und verpasse in Zukunft keine Folge mehr. Gerne kannst du uns auch auf Instagram folgen. Bis zum nächsten Mal. Yeah.